Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens. Und Nicole. Und die Nicole. Und heute gibt's mal wieder einen Espresso-Talk. Weil wir gar keine Zeit hatten, uns irgendwo hinzusetzen, machen wir das heute gleich aus dem Auto raus. Okay, wir haben zumindest einen Kaffee dabei. Okay, dann schieß los. Hallo Nicole und Jens. Was haltet ihr davon, Carburet Calls statt mit dem Basiswert mit einem längeren laufenden Calls statt zu machen? Scheint mir deutlich weniger kapitalintensiv zu sein bei weiteren reduzierten Risiko. Habe ich einen Denkfehler? Wo liegen die Fallstricke? Danke, Grüße, Thomas. Hallo Thomas. Also, das, was du beschreibst, nämlich, dass man das klassische Covered Call Writing, wo man ja eine Aktie kauft oder beziehungsweise 100 Stück und dann einen Call dagegen schreibt, dass man quasi die Aktien ersetzt durch einen im Geld liegenden Call. Für diese Strategie gibt es sogar einen Namen, und zwar nennt man das den sogenannten Poor Man's Covered Call. Das heißt also den Covered Call für arme Leute. Und das ist aber jetzt nichts Schlimmes, wenn das so heißt. Denn das ist tatsächlich eine relativ gute Strategie. Man macht also eins, man kauft anstatt der Aktien einen im Geld liegenden Call. Meist, der sollte dann schon so ein Delta haben von 70, vielleicht auch 80, also wirklich tief im Geld liegen. Und das ist natürlich wesentlich kostengünstiger, als wenn man die Aktien kauft. Und dann kann man genauso gut Calls dagegen schreiben. Man muss natürlich zwei Dinge beachten. Zum einen, dass du mit dem gekauften Call natürlich auch hier Zeitwert mit erwirbst. Und dieser Zeitwert baut sich ja im Laufe der Zeit ab. Das bedeutet also, dein Call wird auch, selbst wenn die Aktie steigen würde, ein bisschen weniger wert. Das musst du ausgleichen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn du die Aktie direkt hältst, dann hast du Anspruch auf die Dividende. Und wenn du dagegen nur den Call hältst, dann hast du keinen Anspruch auf die Dividende. Ansonsten, rein aus finanzieller Sicht, macht es absolut Sinn zu sagen, ich kaufe einen im Geld liegenden Call und gebe damit insgesamt viel, viel weniger Geld aus. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man eben sehr teure Aktien hat, also so Aktien, die vielleicht $100 oder mehr pro Stück kosten, weil du dann ja schon zum Kauf dieser Aktien Minimum $10.000 ausgeben müsstest. Und wenn der Call dann vielleicht nur $2.000-3.000 kostet, dann kannst du das eben auch mit wesentlich kleinerem Geld oder mit wesentlich kleineren Konten vernünftig umsetzen. Hallo Herr Rabe, da hier einige Kommentatoren nach CCW fragen, würde mich zu diesem Thema interessieren, wie man das Wechselkursrisiko bei Labs hedgen kann, beziehungsweise ob diese notwendig erscheint. Ich denke dabei an synthetischen Covered Calls. Viele Grüße. Also nochmal eine Frage zu Covered Calls, also CCW, also diese ja, umgangssprachliche Abkürzung für Covered Calls. Und das Währungsrisiko, die Frage ist ja so ein bisschen auf das aufbauen, was wir vorher schon hatten, nämlich wenn man eben Labs oder Leaps Optionen kauft, das sind ganz langlaufende Optionen, die also mindestens eine Restlaufzeit von 12 Monaten haben, wenn sie aufgesetzt werden. Oftmals gibt es die sogar mit 2 Jahren Restlaufzeit. Und das Währungsrisiko ist hier natürlich kein anderes, als wenn du dir die Aktie kaufst. Also wenn du jetzt sagst, du kaufst dir jetzt eine Aktie von Apple als Beispiel, weil du darauf Covered Calls schreiben willst, oder aber du kaufst dir jetzt einen langlaufenden Call, ebenso eine Leaps-Option, dann hast du das gleiche Währungsrisiko, nämlich, dass sich der Euro gegen den Dollar verändert. Wenn es so wie zuletzt einen ansteigenden Dollar gibt, das heißt, der Dollar ist stärker gegenüber dem Euro angestiegen, dann machst du einen Währungsgewinn, steigt dagegen der Euro an und du hast amerikanische Aktien, das heißt, die du in Dollar bezahlt hast, egal ob die Aktien selbst oder den Call, dann machst du Währungsverluste. Ehrlich gesagt, ich würde das jetzt nicht großartig hedgen, sondern wenn, dann muss man ein ganzes Portfolio hedgen, aber so eine einzelne Position zu hedgen, dann irgendwie über Forex-Produkte oder so, macht aus meiner Sicht heraus nicht so viel Sinn. Da ist mehr Aufwand, als was man dann letztendlich da rausholt. Und langfristig gesehen, es scheint auch die Sonne hier, und langfristig gesehen gleicht sich das sowieso immer wieder auf. Also das heißt, da muss man jetzt
keine besonderen Dinge unternehmen, um das umzusetzen. Du zeigst mal kurz eine imposante Liste mit Zugangsdaten für alle Konten, die du betreust. Später erwähnst du, dass die von euch betreuten Konten eine Höhe im knapp achtstelligen US-Dollar- oder Euro-Bereich haben. Ich verfolge ja deine Aktivitäten im Coaching-Bereich unter anderem seit längerem und habe gerade nochmal auf deiner Webseite nachgeforscht und keinen Hinweis auf das Managen fremder Gelder gefunden. Magst du zu diesem Thema Kundenbetreuung, Verwaltung nicht mal Näheres sagen bzw. sogar ein kleines Video machen? Also, kleines Video machen wir ja jetzt gerade hier darüber. Warum findet man bei uns auf der Webseite nichts darüber? Weil wir selbst keine Kundengelder verwalten, sondern wir handeln ausschließlich unser eigenes Geld. Was wir allerdings tun, ist in Kooperation mit der FX Flat Wertpapierhandelsbank, kennen die meisten von euch über die Tochter CapTrader, haben wir ein Managed Account aufgelegt. Das heißt, ich bin bei diesem Managed Account der verantwortliche Asset Manager, tolle Bezeichnung, und das wird aber eben von CapTrader FX Flat verwaltet, dieses Managed Account. Da kann man ab 50.000 Euro sich an dem Handel beteiligen. Informationen findet man auch darüber auf der Webseite von CapTrader, www.captrader.com, und da werden Future-Optionsstrategien von uns gehandelt. Das ganze System heißt OSPI. OSPI ist die Abkürzung für Option Selling for Permanent Income. Also Optionsverkauf für das permanente Einkommen. Ja, muss ja heutzutage alles einen wohlklingenden englischen Namen haben. Deswegen OSPI. Und wir sind mit diesem Managed Account Ende 2014 in den Live-Handel gegangen. Das heißt, die FX Flat Wertpapierhandelsbank hat das Ganze vorher sich natürlich angeschaut, weil wir ja auch Konten bei denen hatten, hat uns dann daraufhin angesprochen, hat gesagt, Mensch, wir haben Kunden, die würden gern sowas machen wie ihr, aber eben nicht selbst handeln, sondern das Geld eher verwalten lassen. Und dann haben wir entsprechend einen Vertrag gemacht und seitdem läuft das. Wir haben im ersten vollen Jahr 2015 eine Performance von knapp 10% gemacht. Nach Gebühren, also alles abgezogen, was es abzuziehen gibt. Und damit sind wir eigentlich recht zufrieden mit diesem Ergebnis, gerade wenn man bedenkt, dass 2015 jetzt auch nicht so gerade das spektakulär gute Jahr war, sind 10% ganz gut. Und wenn wir jetzt hier gerade das Video aufnehmen, also es ist jetzt heute der 3. Februar, genau. Den Januar haben wir auch mit knapp 2,5%, glaube ich, überstanden, also plus, obwohl es an den Märkten deutlich nach unten ging. Wer also sagt, er versteht unsere Art des Handels und er möchte aus irgendwelchen Gründen es aber nicht selbst tun, weil er keine Zeit hat, weil er sagt, ich schaff's dann doch nicht mental oder wie auch immer, das Ganze umzusetzen, der kann sich dieses Managed Account anschauen, einfach eine E-Mail an uns oder aber direkt bei CapTrader anrufen, die helfen dann gern weiter und die geben dann auch alle Infos raus bezüglich Gebühren und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst im Managed Account. Jetzt eine Frage. Problematik der Kapitalertragssteuer ansprechen können. Es geht mir darum, dass beispielsweise ausländische Banken keine Steuern direkt ziehen. Wie ist die Erfahrung mit Auswertungen, Kontoauszügen von CapTrader, IB und Co. hinsichtlich dem Finanzamt Steuerberater? Stichwort Anerkennung, Verrechnung, Vorauszahlung. Liebe Grüße aus Thalheim. Also viele Grüße nach Thalheim zurück. Ist ja gar nicht so weit weg von uns, Thalheim. Das schwache Glied in dieser ganzen Kette ist der eigene Steuerberater, um das gleich vorwegzunehmen. Kapitalertragssteuer wird ja in Deutschland von den Deutschland ansässigen Banken und Brokern immer sofort abgezogen. Das heißt also, du machst einen Gewinn und dir werden sofort die 25% plus Solidaritätszuschlag abgezogen. Machst du einen Verlust, dann werden die Verluste auf einem quasi internen Konto gutgeschrieben. Und wenn du wieder einen Gewinn machst, dann wird das einfach verrechnet. Wenn du jetzt bei einem Broker bist, der einen Sitz im Ausland hat, wie eben Interactive Brokers, Links Broker, CapTrader, also zumindest wo das Konto im Ausland geführt wird, dann fällt diese Abgeltungssteuer erst einmal nicht an, das heißt, sie wird nicht abgezogen, aber du musst sie natürlich dann im Nachgang, am Ende oder im,
im nächsten Jahr dann bei deiner Steuererklärung mit angeben und versteuern. Also du kommst nicht um die Steuer herum, wobei du natürlich hier einen gewissen Liquiditätsvorteil erziehst, weil du eben quasi mit deinen Gewinnen ein ganzes Jahr lang handeln kannst, ohne dass die Steuer dir weggenommen wird. Das dürfte jetzt aber für die meisten nicht sonderlich viel ausmachen, weil klar, wer ein Riesenkonto hat, dann macht sich das schon bemerkbar, aber in den normalen Konten ist das jetzt nicht so der große Unterschied. Ja, und was musst du machen? Du musst dir ganz einfach von deinem Broker, und bei den ganzen Internetbrokern heutzutage musst du es natürlich selbst machen, du musst dir einfach einen Jahreskontoauszug ziehen. Den kannst du dir per PDF downloaden. Das sind dann so 80 Seiten. Kannst du dann einfach an deinen Steuerberater weiterleiten. Und da stehen eigentlich alle steuerrelevanten Informationen drin. Das heißt also, wie viele Gewinne hast du gemacht und auch aufgeschlüsselt, wo hast du diese Gewinne gemacht. Weil es gibt ja den Unterschied, gerade hier beim Optionshandel, einmal mit den Optionen, das ist quasi ein Gewinn- oder Verlusttopf, den es gibt, und dann der Rest, also ETFs, Aktien, CFDs und so weiter und so fort. Und du kannst diese Gewinne und Verluste untereinander nicht verrechnen. Und dann aus dieser Tabelle oder beziehungsweise aus diesen Kontoauszügen kann dein Steuerberater, wenn er Ahnung hat, das Ganze herauslesen, ist an sich auch gar nicht so schwer. Wir haben dazu auch schon einmal ein Webinar gemacht, und zwar mit dem Johann Köber, Steuerberater aus Nürnberg. Der hat auch ein Buch geschrieben, Steuern, Steuern. Wir machen euch mal den Link hier unter das Video. Ein ganz tolles Buch, also wirklich mit sehr, sehr vielen guten Informationen, die man auch als Privater nutzen kann. Und der hat in diesem Webinar, und das Webinar gibt es auch als Aufzeichnung bei uns zu kaufen, hat er auch mal gezeigt, welche Daten muss man denn ankreuzen, damit man die hat und auf was kommt es denn an. Und letztendlich, also wenn es euer Steuerberater überhaupt keine Ahnung hat davon, dann überlegt euch, ob es der richtige Steuerberater ist, und wenn ihr sagt, ja, das ist der richtige, dann soll er sich das halt mal anschauen und dann weiß er eben auch, wie man das machen kann. Problematisch ist es letztendlich nicht, weil dem Finanzamt, die wollen ja nur ihre Erklärung haben, was hast du an Gewinnen oder Verlusten entsprechend gemacht, und die werden dich dann nicht anders behandeln, als wenn du hier bei einem inländischen Broker wärst. Das heißt, wenn du das gewerblich machst, können sie genauso Vorsteuern verlangen, als hättest du das Konto beim deutschen Broker geführt. Da gibt es also keinen Unterschied.